Palim Palim und willkommen zurück zur Pokémon Blattgrün Randomizer Nuzlocke Challenge. Jo, beim letzten Mal durften wir noch ein paar Trainer besiegen, die uns auf dem Weg zum Mondberg in die Quere gekommen sind. Und dieses wunderbare Voltilampfan, ich find's so klasse. Sag hallo Palim Palim. Ja, ist ein feines Voltilamp, ne? Gut, es kann leider Gottes noch kein Donnerschock, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Es kann zumindest die Statik. Das ist doch mal ganz schnieke. Gut, bevor wir in den Mondberg gehen, holen wir uns bei diesem Zipfelhuber hier oben noch unser Pokémon. Und weh, es ist ein Carpador. Hallo, möchtest du ein Geschäft machen? Ich gebe dir dieses wunderbare, exzellente Carpador für läppische 500 Poké-Dollar. Dieses Carpador hat nicht jeder, denn dieses Carpador ist heute, hier und jetzt nur für diese läppischen 500 Poké-Dollar erhältlich. Das können Sie doch auf der Kaffeekasse zahlen. Und wenn Sie schon mit Kaffee kommen, denn für dieses läppische Carpador mit exzellenten 500 Poké-Dollar gibt es diese Carpador Kaffeetasse umsonst dazu. Eine übergroße Kaffeekasse? Nein, es ist eine Kaffeetasse, nicht Kasse, du Vollidiot. Deswegen gibt es dieses läppische Carpador heute für 500. Ganz einfach, denn es ist nur begrenzt. Hier oben ist schon der Buzzer. 5 Minuten. Rufen Sie an für dieses Carpador. Denn wenn der Buzzer ausläuft, hat er Toilettenpause. Danach nochmal 5 Minuten. Und dann ist es vielleicht schon weg. Deswegen rufen Sie an! Ich nehm's ja schon. Ist ja in Ordnung. Ist ja fast wie bei 9 Live hier. Und wehe, das ist jetzt wirklich ein Carpador. Dann scheiß ich dir auf die Glatze. Ein Pfiffchen. Okay. Manche Leute kriegen ja was Vernünftiges, wie zum Beispiel ein großes, dickes Kampf-Pokémon, das später im Spiel alles wegbasht. Aber ich krieg ein Pfiffchen, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich nenn's Fußhupe, so wie jedes Pfiffchen, das ich mir fange. Fußhupe. Ich hoffe, ihr hört meine Begeisterung raus. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Kleinen Moment, Leute. So, da bin ich wieder. Ich musste gerade mal nach meiner Katze im Gang draußen gucken. Denn, Alter, wie die abgegangen ist. Ich lasse sie raus und dann, keine 5 Minuten später, mautzt die so laut, dass ich die durch mein Headset höre, während ich labe und Pokémon-Musik läuft. Also, das hier ist mir echt ein Rätsel. Naja, gut. Oder schlecht. Wir haben nämlich ein Pfiffchen. Hier ist noch ein Item. Das habe ich, glaube ich, nicht mitgenommen. Ein Schwarzgurt. Der bringt uns jetzt auch so unglaublich viel mit meinen so vielen Kampf-Pokémon. Naja, so. Vor dem Mondberg. Hier wollte ich ja ursprünglich den Trick mit dem Tonnenfick vollführen und mit dem Schutzraum eiern und bla 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 und so weiter und so fort. Nur jetzt habe ich mir halt Gedanken gemacht und ich weiß nicht warum, aber ich komme mir da so extrem blöd bei vor. Ich weiß auch nicht warum, denn ich verletze keine der Regeln im Entferntesten. Ich widersetze mich nicht mehr den Regeln. Es ist alles regelkonform. Ich weiß nicht warum. Nö, während der privaten Nuzlocke-Randomizer, die ich mache, ist es einwandfrei gegangen. Da habe ich mir nichts bei gedacht. Aber jetzt kriege ich da irgendwie Konflikte mit meinem Gewissen. Warum auch immer. Deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt einfach regulär das erste Pokémon im Mondberg zu fangen und euch dann einfach nur zu erklären, was ich gemacht hätte. Naja, wenn ich jetzt ein scheiß Pokémon krieg, kann passieren. Warum sollte ich mich da grämen? Ein Rettern. Okay. Nochmal zum Thema scheiß Pokémon. Da ist ein Gift-Pokémon. Es lacht mich aus. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich jetzt freuen soll, ob es mir egal sein soll oder ob ich jetzt sauer sein soll, dass ich es nicht gemacht habe. Naja gut, wir nehmen es einfach mit. Wieso sollte ich mich grämen? Hm? Chris, sag mal. Ja, weil es ein scheiß Pokémon ist. Naja, immerhin besser als ein Geweih her, ne? Also, ich glaube, so ein Geweih hätte mir jetzt wirklich den Recht gegeben und ich hätte die Aufnahme einfach beendet und euch so ein 3-Minuten-Part hochgeladen. Na gut, Rettern. Ein neuer Eintrag. Dieses Pokémon kann sich lautlos bewegen. Seine Nahrung sind die Eier von Vogel-Pokémon.
Wie soll man einen Retter nennen? Schlängli? Ich nenne dich Wurmi. Ist der bescheuertste Name, der mir gerade einfällt. Wurmi. Wenn's mehr Zeichen hätte, dann hätte ich es einfach Wurmi McWurmwurm genannt, aber so. Na gut, aber Wurmi McWurmwurm nehme ich jetzt auch gleich mit. Ninkada. Wie Teufel. Ninkada ist auch wirklich so ein Pokémon, ne. Ninja Tom und Ninjask sind genauso scheiße. Ich mochte die Pokémon noch nie. Jetzt passt auf, Rettern ist dann wirklich das Beste, was man in Mondberg bekommen kann. Okay, gut. Wir nehmen Wurmi mit. Und Pfiffchen landet einfach auf der Box. So. Ja, eigentlich habe ich ja ein Kampf-Pokémon mit Rabauz, aber es kann keine Kampfattacken. Toll, ne? Ist ja richtig geil. Na gut, ach ja, ich sollte mein Rad verzeihen. Ist richtig geil! Oh, ich könnte so kotzen. Nis, passt auf. Am Ende ärgere ich mich total, weil wir den Schmann mit dem Schutz nicht gemacht hätten. Jo. Okay. Ein Rettern. Was kann denn unser Rettern überhaupt? Pfiffig. Bedroher. Das ist nicht schlecht. Giftstachel, Wickel. Wenn es biss könnte, wäre ich glücklicher. Na gut, wir packen mal Mopsi nach vorne. So zur Sicherheit. So. Mondberg. Und jetzt einfach regulär weitermachen. Da ist ein Item. Dornkanone. Was war Dornkanone nochmal? Dornkanone ist eine Normalattacke. Verschießt spitze Stacheln auf den Gegner. Die kann das irgendwer erlernen? Warum kann Palimpalim eine Dornkanone? Warum können die alle Dornkanone? Hallo. Sinnlos. Eigentlich wollte ich das Ganze ja Wurmi beibringen. Das mache ich auch. Wurmi erlernt die Dornkanone. Ein Pupanz. Natürlich. Natürlich kriege ich kein Pupanz. Pupanz. Boden. Psycho, wenn ich mich nicht täusche. Toll. Heute habe ich wirklich das Glück mit dem Löffel gefressen. Das ist noch ein Item. Jetzt bin ich in die Wasserpfütze getreten. Ein Pummelluff. Ja, warum denn? Ja, gut. Pummelluff ist jetzt auch nicht jedermanns Sache, aber trotzdem immer noch besser als Rettern. Eine Yonago-Beere, das ist die. Die ist wenigstens gut, die heilt die AP, soweit ich weiß. Ja, gut, ich erkläre euch jetzt mal langsam, was ich denn überhaupt vorhatte. Und zwar, ihr seht ja, wir konnten hier verschiedene Pokémon fangen, die jetzt nicht stark genug waren. Wer da? Wohin man schaut? Überall nur zwielichtige Gestalten. Sagt derjenige, der sich hinter einer dunklen Ecke versteckt. Und nein, ich hätte es jetzt so gemacht, dass wir diesen Abteil hier mit dem Schutz überspringen und in den späteren Teil des Mondbergs kommen, wo eindeutig bessere Pokémon immer bei mir kamen. Das hat der in Deoxys. Was ein kleiner Scheißhaufen. Und da kann Palimpalim bestimmt richtig viel gegen ausrichten. Mumfrey. Auf jeden Fall wären uns dann halt hinten raus viel bessere Pokémon offen gestanden, wenn denn alles so gelaufen wäre wie bei meinen anderen beiden Runs. Und ja, wäre zwar natürlich auch eine Sache vom Glück gewesen, denn ich kann ja nicht sagen, was da hinten gerandomized wird. Aber ja, bessere Pokémon als im ersten Raum kamen zumindest in meiner privaten Nuzlocke und beim ersten Run, den ich hatte. Und es wäre einfach eine Idee gewesen. Es wäre auch so eine einmalige Sache gewesen, denn ich kann mir jetzt keinen Ort vorstellen, wo das nochmal funktioniert hätte. Aber mein Gott, ich mach's nicht. Und warum hat er eigentlich einen Fuß als Arm? Palimpalim erreicht Level 4 und Level 5 und Level 6 und Level 7. Wunderbar. Really? Natürlich hole ich Palimpalim raus. Palimpalim muss so schnell wie möglich nachgelevelt werden. Boah, ich war so glücklich, als ich das gekriegt habe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Voltilam ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Really. Ich bin vorsichtig. Du kannst, glaube ich, nämlich auch Steinattacken.
Erstauner. Oh, ich bin erstaunt von deiner Attacke. Oder es war erstaunt, dass ich so ein geiles Pokémon habe. Wir wissen es nicht. Frostbeune. Säure. Ein Volltreffer. Boing. Sehr gut gemacht, Mopsi. Palim Palim erreicht Level 8. Und Level 9. Und Level Donnerschock. Ja, endlich. Und Level Donnerschock. Mhm. Mopsi erreicht Level 21. Und er lernt gar nichts. Na, Marcellus, du hast mich eiskalt erwischt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Eiskalt. Eiskalt wie die Nacht. Jetzt dachte ich, da war gerade jemand an der Tür. Naja, scheiß drauf. Habe ich denn noch einen Trank? Mehr ist genug. Ah, oh, meine Nase juckt schon wieder so hässlich. Das ist... Ah. Okay, gut. Nächste Trainerin. Oder auch nicht. Ein Ninkada. Ich hasse dich, Ninkada. Ups, was hab ich jetzt gemacht? Ja, servus. Ich will dich eigentlich gar nicht. Geh weg. Kacke. Ich probier's mal. Aha, es hat keine Wirkung auf den Kader. Ja, ist schon scheiße gelaufen jetzt gerade eben für dich, ne? Na gut. Humphrey. Es ist ein bisschen blöd. Ja, natürlich greift es an. Glut. Schade, dass Elektro-Pokémon so eine schwache Verteidigung haben. Aber mit dem Kampf haben wir was bewirkt, denn... Palimperim erreicht Level 10. Und Manfrey erreicht Level 17. Schnieke. Wupp. Guten Tag. Was gibt's? Meine Kumpels müssen gleich hier sein. Sag mal, was machen denn diese kleinen Plagen alle in diesem Mondberg? Da ist es gefährlich. Und schweinekalt vor allem. Stacy, Simsala. Wupsi. Wupsi. Nee, Mopsi. Mopsi! Psykraft? Was war Psykraft denn nochmal? Oh mein Gott, es hat einen Löffel verbogen! Und meine Genauigkeit. Was? Ja, das ist jetzt Herz allerliebst, möchte ich mal sagen. Ich treffe ja gar nichts mehr! Hä? Bin ich von dem Löffel abgelenkt? Hörst du mal auf damit? Du weißt schon, wie nervig das gerade ist, ne? Nee, jetzt treffe ich gar nichts mehr. Das ist natürlich jetzt blöd. Manfrey? Hm, ja, Manfrey kommt gut durch. Ach komm, jetzt lass doch den Scheiß! Ach, das ist nervig. Na, immerhin mal ein Pokémon, das trifft. Na, Manfrey, schau nicht so. Okay, nee, das war jetzt gerade blöd. Palimperim, eigentlich Level 10. 11. Zu blöd zum 10 bin ich heute auch noch. Ja, du hast verloren. Das ist richtig blöd, was du gerade gemacht hast. Jetzt muss ich ins Pokémon Center. Letzter Schritt. Der letzte Schritt, der muss mit Palim Palim. Komm, Palim Palim, das kann ich jetzt eigentlich selber machen. Ne? Ja. Sehr gut. Sehr gut, Palim Palim. Oh Mann, Palim Palim ist klasse. So, Pokémon Center. Heilen. Schnell. Ihr könnt ja langsam mal Wetten abschließen, welches meiner Pokémon zuerst drauf geht. Es würde mich mal interessieren, was ihr glaubt. Ich bin mir der Meinung, dass entweder der Lümmel oder Wutzi zuerst drauf gehen. Na gut, gehen wir mal da runter. Gehen wir mal da runter, da könnte ja vielleicht irgendwas Interessantes sein. Oh nein, ein Rettern, ich kann nicht an diesem Rettern vorbeigehen. Pff. Leck mich an der Flinte. Schönen Dank auch.
Gut, Leute, aber hier mache ich dann mal Feierabend. Ich sehe gerade, der Timer, das Rettern hat mir jetzt gerade den Arsch gerettet. Der Timer sagt nämlich nein. Und in diesem Sinne sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin, tschüss.